Du kannst Zelda Link's Awakening DX in wenigen Minuten durchspielen. Hol dir erstmal ganz normal dein Schwert. Dann klaust du zweimal im Shop, weil du den Bogen unbedingt brauchst. Springe nun diesen Abhang runter und erledige diese zwei Octoroks, nicht mehr. Jetzt geht der Spaß los. Stelle dich so hinter die Hundehütte, dass du ein klein wenig in der Wand stehst. Bewege dich nun diagonal links nach unten und wow! Willkommen in der Glitchwelt. Durch ganz genaues Manövrieren Richtung Norden, was echt tricky sein kann, gelangst du zum finalen Boss, den du jetzt nur noch besiegen musst. Die erste Form kann man tatsächlich ohne Pulver Frame Perfect mit dem Schwert erledigen. Der Rest läuft auf die übliche Tour, nur eben mit lediglich 3 Herzen Energie. Noch 16 Pfeile ins Auge und das war's. Geschafft. Du siehst, ziemlich schwer also, aber es geht.